So, Dennis, dann mach mal ruhig deine Aufnahme an. Ja, läuft. Okay. So. Also für alle Leute, die das eventuell irgendwann mal gucken werden. Außer Dennis und mir. Das hier wird ein Let's Play von Bastion, ein Steam-Game. Und zwar spiele ich das komplette Game blind. Also ich habe es mir gestern gekauft und noch kein Stück angespielt. Das einzige, was ich gemacht habe, ist, bin bei Optionen reingegangen wie so ein totaler Noob und habe mir "So wird gespielt" durchgelesen. Immer gut, eine Ahnung zu haben, was man da tut. Ja, stimmt. Auch wenn das noch nicht so wirklich der Fall ist. Aber fangen wir einfach mal an. Neues Spiel. Neues Spiel. Neues Spiel. Neues Spiel. Boom. Story. Ich kann das nicht lesen. Also ich glaube, das ist Proper story is supposed to start at the Oh. beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. Das ist ja unpraktisch. Irgendwie schon. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ich kann spielen! Yeah! Ich kann nicht mal runterfallen, das ist ja schon mal sehr benutzerfreundlich. Anders wie bei Magicka. Ich glaube, das gilt aber nur für die Startgegend. Später kann auch der Boden kaputt gehen und so. Ich denke nicht weiter drüber nach, es stimmt sogar. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reality. Bam! Thor's Hammer! Ein Hammer als besten Obst, das kann man mehr haben. So viel zum Thema, man kann nicht runterfallen. Okay, irgendwann ist es nicht mehr lustig. Aber im Moment schon noch. Voll cool, denkst du? Oh, kannte gar nicht. Play the fucking game! Ich bin einfach mal raufgefallen. Ja, gut. Ich bin Ultror, der Zerstörer. Zerstörer. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. Die Welt ist schon kaputt genug. Du musst nicht noch alles niedermatchen. Ja, ich will wenigstens, dass es einen einheitlichen Style hat. Ja. No, man. It's a gas fella. Oh, oh man, ein Gegner. Oh Gott. Stirb! Gib ihn! Jawoll! Ich will ein Level up. Ob ich Erfahrungspunkte kriege, wenn ich einfach mutwillig irgendwelche Sachen zerstöre? Irgendwas kriege ich da. Also von mir würdest du für Vandalismus keine Erfahrung kriegen. Kid just rages for a Whoa. While. Wie das Spiel einfach merkt, dass ich alles kaputt mache. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Gotta hold her still to spin up the chamber. Man kann sogar manuell nachladen mit der R-Taste, wie man es gewohnt ist. Das ist ein Shooter. In der Beschreibung stand Indie-RPG. Ups. Ich wette, irgendwann wird mir das auch nochmal zum Nachteil gereichen, wenn ich irgendwo runterfalle. Garantiert. Das heißt, ich muss es ja eigentlich noch ausnutzen. Ich glaube, meine. Ja, da oben
dieser gelbe Balken, der ist irgendwie... Ach, das sind meine Lebenspunkte. Geh ich von aus. Alles meins, meins. Ey, das ist gar nicht so leicht. Guck mal, dein Leben ist schon rot. Was machst du denn da? Ey, ich bin Hardcore. Kacknoob. Aber Hardcore. Hardcore-Noob? So sieht's aus. Ein Hardcore-Noob. Eine neue Demografie an Gamern. He's worked up quite a thirst by now. So that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. Tada! Siehst du, ich hab alles unter Kontrolle. Ja, ja. Glücklicher Zufall. School of squirts tunnels up around them. Must have fled here from the mines. Wie hast du dich von den beiden halbtot prügeln lassen? Hey, hallo, ich hab alles unter Kontrolle. Ja, guck. Nur weil du deinen Kunden noch unter dir hast. It's a wonder the old saloon's still standing. Used to have the nicest view. Kristallspange. Sentimentaler Wert. Aha. Pack es dir in die Haare, damit du auch ein schönes Mädchen bist. Richtig. Ich hab alles unter Kontrolle. Ja. Ich meine, ich hab Thors Hammer, ja? Ja, das mit dem Heilen habe ich mittlerweile schon verstanden. He sets foot inside one of Selandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Der sieht recht unfreundlich aus, da oben. Then kid finds his trusty shield. Bam! Ah! Security takes him for a petty thief. Shield saves his hide. Wo kommt die Kanone her? Oh, oh. Hör auf, dich hinter deinem Schild zu kuscheln. Hallo? Hallo? Ja, was willst du jetzt machen? Hab alles unter Kontrolle. Ja. Oh, Glück gehabt, ja. Hast du. Guck mal, du hast schon etwas XP gekriegt. Natürlich, Alter, ich bin der Held der Geschichte. Hallo! LOL! Was? Lauf! Oh, oh. LOL! Ist er nicht besonders freundlich. Kid sees the way to the bastion out the window. It's a bit of a drop. Alter, ich will das große Fass kaputt machen. Zu stabil für einen Torhammer. He gets a good look at things on his way down.
He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Du hast doch schon die Armbrust, wozu brauchst du einen scheiß Bogen? Das ist der Bringerbogen, Mann, der bringt es voll. Ah. Ah. Aber wie kriege ich die Armbrust zurück? Das Spy ist ein guter Perch für some target practice. Yeah. It wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. Aua! Kein Bock. Ruhe, Gewalt! Ja, yeah, lauf zu deinem Boden. Kid better watch it. Etwas Sehniges. The kid pockets a memento from a breaker. Once the fastest man in the land. Ich hab etwas Sehniges. Ah. Aufwertungsmaterial. Immer gut. Upgrades. Das sieht ganz schön gefährlich aus. Good news is the emergency defense is still working. Bad news is the aiming for the kid. Verdammt! Oh mein Gott! Ist von allen Seiten beschossen! ganz schön unfair. Hallo, die sind unfair. Meine ich doch. Achso, ich dachte, du meinst, dass ich immer den Brunnen abuse. Nein! die Steuerung ist aber auch gar nicht so smooth, wie man vielleicht glaubt. Also zumindest mit dem Maus herumzulaufen. Ist ja original auch ein Konsolentitel, ne? Ja. Ich hab auch einen Game Controller hier, aber das Spiel hat den leider nicht erkannt. Ja. Ich kann das den ganzen Tag aushalten, Jungs. Nicht besonders. Ach, ich kann auch rumlaufen. Yeah. La 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 la. Nein! Weißt du nicht. Ey, es ist. Persönlich würde ich ja nicht auf schwebenden Holzplatten rumlaufen. Leicht gefährlich aus. Ich will springen können. No jumping for you. Picks up a few pointers from a dusty old tome. He's a mighty fast learner. Hast gehört, ich bin gut. Fantastisch. Tja, was machst du jetzt? Das gleiche, was ich immer mache. Ich fange an zu tanzen. He finds the distillery right next to the arsenal. Tough part of town. One sip of the spirits in that distillery and the kid'll feel like a new man. Das gefällt mir. Alkohol! Für Minderjährige. Absorbiert lose Fragmente. Passive Boni.
Ach so, läuft das hier, alles klar. Verstehe. Absorbiert lose Fragmente. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist bestimmt nützlich. Vielleicht kommen dann diese Erfahrungsteile zu dir geflogen, statt dass du die aufsammeln musst. Ah. Das ist natürlich cool. Und da ich ja so lange ein Brunnen in der Nähe ist, eh nicht sterben kann, brauche ich auch die zusätzlichen Lebenspunkte nicht. Ich habe das Gefühl, das wird nicht immer der Fall sein. Jetzt sei nicht so pessimistisch. Ach ja, nochmal. Ich werde nicht immer alles vorlesen und so, weil ich glaube, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, was zu lesen und einem das zu schnell geht, dann kann man auch eben auf Pause drücken. Kann während des Feuerns nicht bewegt werden. Lädt automatisch nach, ja, das tut die andere auch. Aha, jetzt. Ach, das war dieses Armbrustteil, was ich hatte. Ja gut, das gefällt mir auch eigentlich ein bisschen besser. Sie trinkt eigentlich nur Boxershorts. Hey, tu ich auch, ja? What the fuck? Ja, nee, ist klar. Was machst du? Ich mach gar nichts, warte. Ich platziere nur den Cursor dazwischen. Ja? So. Ups, Dennis hat sich gerade verabschiedet. An dieser Stelle sage ich dann auch erstmal, das war's soweit zum ersten Part von diesem Let's Play. Ja, das mache ich dann beim nächsten Part, die Fähigkeit auswählen. Und ja, dann bis zum nächsten Teil.